Hallo, ich bin Tine Kluth. Ich habe das Video für Christina Lux Haus gemacht. Und ich will euch hier mal ein bisschen zeigen, wie der Film entstanden ist und euch mal mein Heimstudio zeigen. Ich gehe mal bei uns in die Küche. Das war unser schöner Garten. Hier ist unsere Küche, unser schöner Herd, unsere Waschmaschine. Alles, was man so in einer schönen Küche braucht und was man nicht braucht. Einen schwebenden Drachen zum Beispiel. Jazz Hand Dragon. Und dann gehe ich von dieser Küche, drehe mich einmal um, in mein Studio. Weil es ein Selfie ist, an meinen hängenden Fledermäusen vorbei, gehe ich rückwärts in mein kleines Studio in der Küche. Und hier sehen wir, ich bin schon am nächsten Projekt. Das ist hier schon aufgebaut, ein kleiner Coronavirus mit vielen beweglichen Armaturen, die ich demnächst animieren werde. Ein Animator schläft nie. Und an der Wand sehen wir aber noch, weil ich selten aufräume, ich gehe mal von einem Projekt direkt ins nächste, sehen wir noch ein paar Details aus Christinas Film. Hier die Sandspritzer, die Sonne, das blaue Haus am Ende und ganz, ganz, ganz viele, wenn ich mal näher rangehe, ganz viele kleine, ausgeschnittene, ich habe ihn Wanderer genannt, Christina nennt ihn den kleinen Astronauten, den Walfisch, den animierten, wenn ihr euch den Clip anschaut. Das Haus natürlich, das titelgebende Haus, die verschiedenen Phasen. Für den Film habe ich mich mal in Neuland gewagt, weil ich bin eigentlich, um es nochmal hier zu zeigen, ein Puppentrick-Animator. Das heißt, ich habe eine Puppe. Hier in diesem Fall ist es unser Corona. Und die bewege ich Bild für Bild. Für Christina habe ich jetzt mal was anderes gemacht. Und zwar eigentlich sowas wie Zeichentrick, aber in einer dreidimensionalen Welt. Also hier sieht man es an einem Haus. Ich habe Häuserphasen. Das Haus ist immer die gleiche Form, aber ich habe jedes Mal ein bisschen anders schraffiert. Und dann dieses Haus aber in eine dreidimensionale Welt reingestellt. Und dann aber immer ausgetauscht. Und so sieht das Haus aus, als ob es gezeichnet wäre, weil es immer so ein bisschen flickert. Und ich mag diesen Stil total gern. Und ich bin überhaupt kein Zeichentrickfilmer. Da gibt es viele, viele bessere als mich. Für mich sind Musikvideos eine schöne Kunstform, weil die mit der Musik anfangen und ich liebe Musik. Ich komme vom Tanz. Als Tänzer finde ich auch, Musik ist die Grundlage des Tanzes. Also wenn ich einen Musikclip mache, höre ich natürlich zuerst den Song an und dann entwickeln sich für mich automatisch Bilder in meinem Kopf. Und bei Christinas Song war das für mich diese Zeichentrick-Atmosphäre. Wie gesagt, ohne dass ich vom Zeichentrick komme. Und ich hatte sofort diese zweidimensionale, gescribbelte Welt im Kopf. Und dann habe ich zuerst mal einen Test gedreht mit diesem kleinen Männchen, Astronauten, Wanderer, wie auch immer, auf noch zweidimensionalen Hügeln, habe den Christina geschickt und sie fand es total spannend und wollte wissen, wie die Reise weitergeht. Dann habe ich die Hügel aber dreidimensional gemacht, denn ich wollte diese Mischung dann doch aus Zweidimensionalität und Dreidimensionalität. Damit hatte ich früher schon experimentiert. Ich hatte einen Clip für Robert Karl Blank gemacht. Darüber kam auch der Kontakt zustande mit Christina. Und da hatte ich auch schon einen zweidimensionalen Charakter, der ein imaginärer Charakter war. Den hatte ich eingebaut und das macht mir riesig Spaß, damit zu experimentieren. Nicht nur diese Puppentrickwelt zu haben. Nur für Christina habe ich es jetzt wirklich konsequent gemacht, dass der Hauptcharakter zweidimensional ist und viele der Requisiten, das Haus, das Titelgebende, zweidimensional sind. Dann habe ich aber, das kam aber auch wieder, das war nicht geplant, das war einfach so ein Kopfgefühl, kam dieser Knethase dazu. Ich werde ja mal gefragt, ob ich immer noch Knetfilme mache und witzigerweise sind die wenigsten Filme aus Knet, also ich komme von Shaun das Schaf zum Beispiel, die Firma, die Wallace & Gromit gemacht hat, da habe ich Shaun das Schaf animiert, Timmy Time. Zuletzt vor dem Lockdown habe ich hier in Manchester an einer Produktion gearbeitet, die heißt Scream Street für BBC. Das sind große Puppen, Monsterpuppen, alle aus Silikon, nicht aus Knet. Also Knet ist wirklich der Albtraum eines Animators. Es gibt natürlich Knetfilme, also dann bei Shaun das Schaf ist zum Beispiel in der Serie, in der ich dabei war, war der Farmer zur Hälfte aus Knet, der Hund war zur Hälfte aus Knet, die Schweine komplett aus Knet. Das heißt aber, es dauert ewig zu animieren, denn Knet ist hart, wenn er ein Riesenklumpen ist, oder zu weich, wenn er heiß wird.
Aber ich hatte im Kopf, diesen Hasen zu haben und den aus Knet, auch noch aus weißer Knete. Ganz, ganz, ganz schlechte Idee, denn weiße Knete wird sofort dreckig. Das heißt, ich musste diesen Hasen dauernd putzen. Und den Vorteil, den es hatte, im Gegensatz zu dem Wanderer, musste ich nicht jede Phase einzeln zeichnen und ausschneiden. Den Hasen hatte ich natürlich dann aus Knet und dann konnte ich den bewegen. Und zum Teil habe ich den dann auf eine flache Glasscheibe gelegt vor Greenscreen, damit ich den nachher dann digital ausschneiden kann. Aber wie gesagt, alles intuitive Entscheidungen, was ich bei Videoclips sehr schön finde. Meistens geben einem die Musiker auch wirklich die Freiheit, weil meistens ist das Budget auch sehr klein und wahrscheinlich jetzt noch kleiner nach Corona. Aber dadurch wissen sie auch, der Künstler braucht die Freiheit und die Zeit, sich austoben zu können, vor allen Dingen die Zeit bei Animation. Und die habe ich gehabt, zum Glück. Und dann kann ich wirklich meiner Fantasie freien Raum lassen. Meine Art zu arbeiten ist aber auch wirklich nur meine, ist auch, ich versuche am Anfang mit einem Storyboard anzufangen und ein bisschen vorauszuplanen und dann merke ich, die Zeit rennt mir davon und dann drehe ich drauf los und dann kommt bei mir Szene after Szene, ohne dass ich nochmal das vorzeichne oder irgendwas plane, weil einfach ja, die Zeit zum Planen nicht da ist. Ja, zum Videoclip machen kam ich eigentlich, ich glaube, zum ersten Mal durch das Projekt für die Ärzte. Wir haben das Album auch verfilmt. Da hatte ich damals einen Pitch gewonnen. 16 Videos des Albums in Animation umzusetzen. Mit 16 Regisseuren. Einer davon war ich selber dann auch. Und nachdem das veröffentlicht war, kam eins nach dem anderen. Videoclip-Anfragen und dann auch befreundete Musiker natürlich kamen dann auch. Und ja, ich muss sagen, so als Nebenjob zum Geldjob ist es eine sehr schöne Sache. Und mir ging es dann auch so, dass ich wahrscheinlich eine der Einzige war, als unser Studio gesagt hat, sie müssen schließen wegen Corona, dass ich tief aufgeatmet habe, weil ich eben nebenbei ein Videoclip bearbeitet habe, das für Robert Carl Blank und mir die Zeit davon lief und ich dann gedacht habe, der Lockdown kommt mir wirklich recht. Und während des Lockdowns habe ich dann eben auch Christinas Clip gemacht und jetzt den nächsten Clip. Lockdown ist ein bisschen aufgehoben, aber ja, die Studios haben immer noch nicht wieder voll geöffnet. Insofern bin ich froh, dass ich hier beschäftigt bin in meinem kleinen Heimstudio und wie gesagt, jetzt hier Corona-Filme für Kinder machen kann als nächstes. Zu klein sein. Doch wenn du dir vertraust, dann baust du ein Haus, in dem du dich aufrichten kannst, ohne dir den Kopf anzuhauen. Du brauchst keinen Retter, der dir sagt, dass du ohne ihn nichts bist. Keinen, der nur das erlöst, sieht in dir, was er selber nicht. Du weißt mehr als du denkst, du kannst mehr als du glaubst. Doch wenn du jetzt in deiner Überlebenskiste bleibst, dann lebt von dir nur ein Teil. Aber ich will alles. Ich will alles von dir. Ich will dich ganz. Denn wenn du dir vertraust, wird das, was du baust, niemals zu klein sein. Ja, ich gehöre zu den Glücklichen, die tatsächlich während Corona beschäftigt waren. Und ich bin wirklich froh, so einen tollen Job zu haben. Ich sage immer, bester Job der Welt. Und nebenbei konnte ich dann in der Küche auch noch tanzen. So viel Platz habe ich hier zum Glück. Ja, und ich finde es toll, wenn wir Künstler uns gegenseitig unterstützen. Ich danke Christina Lux für den tollen Auftrag, für die Chance, dieses schöne Musikvideo machen zu können. Und ja, wenn es Fragen gibt zu, wie ich diesen Videoclip gemacht habe oder generell zur Animation, ich weiß immer nicht, ob es wirklich rüberkommt, was ich hier erkläre, gerne mir eine E-Mail schreiben. Ich hänge hier einfach mal meine Website an, da kann man mich finden und ja, ich gehe mal wieder in die Sonne, denn auch Animatoren mögen die Sonne gerne. Wir sind nicht nur lichtscheue Viecher, die nur im Dunkeln leben. Und
Ja, danke fürs Zuschauen. Ich mir vertraue, würde aus dem Haus, in dem ich mich aufrichten kann.